Ja, mens Arne er på vei opp, så kan jeg, nå må jeg introdusere meg selv. Velkommen til denne samtalen mellom østerrikske Ursula Poznanski og norske Arne Svingen. Varmt velkommen til dere begge to. Mitt navn er Merete Frans. Vi har med to forfattere å gjøre, som til tross for dystre statistikker om barn og unges lesevaner, virkelig har sine store leserskarer. Ursula Poznanski skriver barnebøker og thrillere for ungdom og voksne. I 2011 mottok hun Der Deutsche Jugend Litteraturpreis for romanen Erebos, som kom ut i Henning Hagerups oversettelse her i Norge i 2012. Og for boka vi skal snakke om her i dag, thrilleren Kryptos, ble Poznanski tildelt den tyske prisen Litteraturpreis Seraf på bokmessen i Leipzig i år. Og denne romanen er ikke minst en Der Spiegel bestseller, som er et stempel alle tyskspråklige forfattere trakter veldig etter. Arne Svingen har skrevet over 100 bøker for barn, ungdom og voksne, og har mottatt en lang rekke priser for alle bøkene. Boka det skal handle om her i dag, En himmel full av skyer, som ble utgitt i 2019, ble nominert både til Brageprisen og til Arks barnebokpris. Og så må jeg også nevne at Arne Svingen fikk årets Arks barnebokpris for den siste romanen sin, Snitch. Men nå skal vi begynne med litt om bøkene det skal handle om her i dag. Så jeg lurte på, Ursula, om du kunne begynne. Kan du fortelle oss litt i korte trekk om romanen og hvorfor du valgte å skrive nettopp denne boka? Also bevor Corona ausgebrochen ist, war, ich glaube, nicht nur in Österreich, sondern wirklich europaweit der Klimawandel das große Thema. Und gerade meine Lesergruppe, also so die Jugendlichen von 14 plus, sind da ja, ich glaube auch europaweit, die engagierteste Gruppe, wenn es darum geht, Dinge zu verändern, auf die Straße zu gehen, die Strukturen eben umbrechen zu wollen, um mehr Perspektiven für die eigene Zukunft zu haben und um den Planeten halt zu erhalten. Das Problem ist, dass die, die die Verantwortung haben und die, die die Möglichkeiten haben, Dinge zu verändern, eben leider nicht mehr zu dieser Altersgruppe gehören und eher so die Philosophie hinter uns die Sintflut verfolgen. Mich hat das Thema dann eigentlich wirklich über 2 oder 3 Jahre hinweg permanent beschäftigt und alles, was so lange bei mir kleben bleibt, fließt dann irgendwann in ein Buch. Und bei Kryptos ist es aber tatsächlich so, dass wir das mit dem Klima schon vermasselt haben. Also da ist es eigentlich schon zu spät, da hat sich der Planet schon ganz stark verändert. Es gibt diverse Städte nicht mehr, wie zum Beispiel Venedig oder wie Mumbai oder im Norden, weiß ich glaube ich auch, würde Hamburg würde ziemlich bald, also würde ziemlich schnell weg sein. Wie es in Norwegen genau wäre, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich auch nicht so toll. Ich habe mir dann überlegt, was würde denn passieren, was in der Praxis wahrscheinlich passieren würde, wäre, dass die Menschen aus den nicht mehr bewohnbaren Gebieten fliehen. Die Leute, die noch dort leben, wo es irgendwie geht, würden versuchen, ihre Scholle zu verteidigen. Und es würde also in Mord und Totschlag und noch höheren Mauerbauten enden, als die ja jetzt schon quasi Flüchtlingen entgegengesetzt werden. Und da Menschen ja aber auch kreativ sind, habe ich mir gedacht, was wäre quasi eine Lösung, um die Menschheit für eine gewisse Zeit stillzulegen, damit sie keinen Schaden anrichten kann und der Planet sich wieder ein bisschen erholt und die Leute aber trotzdem zufrieden sind. Und daher habe ich sie in virtuelle Welten geschickt. Das heißt, es gibt in diesem Buch bereits eine Technik, wo man sich in eine Art VR-Kapsel legt und dann hat man eine gewisse Anzahl von Weltenpässen. Und aus denen kann man sich dann jeden Morgen aussuchen, wo man denn heute gerne sein möchte. Und meine Protagonistin heißt Jana, ist
noch sehr jung, ist 17, aber sehr talentiert und sie ist Weltendesignerin. Das heißt, sie modelliert, gestaltet und denkt sich diese Art von Welten aus. Und nachdem sie von Anfang an immer Kreationen geschaffen hat, wo die Leute sich sehr wohlfühlen und wo sie gerne länger bleiben, hat sie da jetzt einen Fixjob und drei Welten, die sie bisher kreiert hat, sind in diesem Weltenspektrum quasi erhältlich. Ja. Ja, det er en imponerende bok å lese, hvordan du har skapt noe som absolutt ikke finnes, med begrep og duppeditter og innretninger som man virkelig må lære seg å bli kjent med for å henge med boka. Det er en veldig spennende reise. Arne, du skriver jo også for om en engasjert aldersgruppe. Boka di, En himmel full av skyer, handler jo nettopp om det, om 11-åringen Henrik Hansen som er for ung til å virkelig påvirke, men det gjør han jo noe med. Kan du si litt om din bok? Ja, du vil jeg skal fortelle litt om den? Ja, det er alltid, synes jeg alltid er vanskelig til om egne bøker, men altså, når jeg begynner på en ny historie, så har den jo alltid en eller annen, jeg går ikke for et tema, jeg går for en bærende idé. Altså en eller annen idé som på en måte må sette i gang det som skal bli min historie. Og i dette tilfellet så det rett og slett en gutt som får vite at han har dødelig kreft. Jeg kommer allerede i første kapittel. Og da tenker jeg det veldig mange måter å takle det på. Hans måte å takle det på at han føler at det veldig, veldig travelt. Han må få brukt den tiden han har igjen på noe viktig. Og da finner han ut hva det mest, det viktigste han kan bruke den tiden på. Og det jo selvfølgelig og redde planeten fra miljøkatastrofen. Så det på en måte den planen som dukker opp i hodet hans, så den gjør at i stedet for at han går ned i en dyp dal, i stedet for at han blir veldig trist, så har det nærmest motsatt effekt. Det at han har denne planen, og han må gjøre noe stort, og han må finne ut hvordan han skal gjøre det, han må gjøre det fort. Og vi skjønner jo alle at dette et veldig vanskelig prosjekt. Det jo det, ikke sant? Hvordan skal da en 11-åring forandre denne miljøkatastrofen vi står overfor? Men det blir jo det at han skjønner veldig tidlig at han må få mye oppmerksomhet rundt denne saken, fordi det viktig, og fordi det som nå skjer må han få gjort noe med. Så han begynner på en måte å tenke ut fra et barnesinn. Hva kan jeg gjøre? Og da kommer han opp etter hvert. Etter å ha prøvd forskjellige ting som ikke funker så bra, så har han kommet opp med planen: jeg skal kidnappe Norges statsminister. For ingen vil mistenke at en 11-åring skal gå ut og forsøke å kidnappe Norges statsminister. Det på en måte planen hans, da får han masse oppmerksomhet, han kan gjøre noe for saken, og det går jo selvfølgelig veldig, veldig dårlig. Han klarer ikke å kidnappe Norges statsminister, fordi han ikke verdens beste til å planlegge, men det magiske skjer. Det at han kommer i kontakt med statsministeren. Og det viser seg at statsministeren har en datter som på akkurat hans alder. Og gjennom henne så får han på en måte innpass i maktens korridorer. Så det som det settes i gang. Historien rulles i gang. Og så må de jo være aktive. De må gjøre ting. Og det interessante var at jeg satt og skrev på denne boka her, og fant at, hvordan skal du gjøre dette etter hvert? Jeg vet ikke om jeg skal fortelle så mye om hvordan det går videre, men en av de store tingene at de faktisk begynner å demonstrere. Det er jo nærliggende. Få med seg tusenvis av barn, og mot slutten så klarer de faktisk å okkupere stortingssalen. Det jo også en del av det. Men hva det som skjer rett etter at denne boka har kommet ut? Jo, da begynner noen, en vi alle har hørt om, og demonstrerer for klima i Sverige. Og det jo litt sånn den samme tankegangen, selvfølgelig. Vi må demonstrere, vi må si fra. Og her har vi kanskje en gutt som går litt mer i en ekstrem retning, i hvert fall i starten. Og etter hvert så skjønner han litt av mekanismene for hvordan en 11-åring faktisk kan få makt. For dette har jo Greta Thunberg vist, at barn kan ha makt i dette spørsmålet fordi de fremtiden. Fordi de skal overta denne planeten fra oss som antagelig har ødelagt den.
Og det får man da veldig mye gjennom å få oppmerksomhet I offentligheten. Mm. Og det det han begynner å skjønne litt mekanismen av. Mm. Det mange fiffige vendinger og overraskelser I den boka. Det veldig spennende. Jeg tror vi skal få høre litt høytlesning igjen, ja. Hvis du, Ursula, kunne bla fram der vi ble enige om. Ja. Ich schicke vielleicht noch ganz kurz voraus, Jana hat ja jetzt, also ihre, diese drei Welten, ihre liebste Welt ist Carybrook, die ist so ein bisschen an ein irisches Dorf angelehnt und dort gibt es Probleme, die kann sie aber von draußen nicht lösen und sie beschließt jetzt also, sie muss in die Welt hineingehen, um zu schauen, was da nicht stimmt. Das Nebengebäude ist so etwas wie die Mini-Version eines Wohndepots. 44 Einheiten, für jede Person 5 Quadratmeter, auf denen auch die Kapsel Platz finden muss. Ich laufe nach drüben, meinen Overall über dem Arm und grüße zwei Arbeiter, die draußen zu tun haben. Mürrisch grüßen sie zurück, sichtlich unglücklich über ihr Schicksal. Niemand wird gern in die Realwelt zurückbeordert, aber ganz ohne menschliche Arbeitskraft geht es eben nicht. Dafür bekommen sie Punkte, mit denen sie sich später neue Zugangspässe kaufen können oder ein hübscheres Äußeres. Einheit 12 ist frei. Ich schlüpfe durch die Tür und verriegle sie mit meinem Identitätschip. Dann ziehe ich meine Sachen aus. Das ist nötig, denn der Overall muss buchstäblich wie eine zweite Haut auf meiner eigenen sitzen. Er saugt sich fest, was genau so lange unangenehm ist, bis ich mich in die Kapsel lege. Als Kind hat Monty die Kapseln mit Aufklappern Riesenbohnen verglichen. Das trifft die Sache ziemlich genau. Ich frage mich, wo er gerade steckt. Das letzte Mal, als ich nach seinem Personalcode gesucht habe, war er in London. Allerdings im London des Jahres 1622. Ich muss bei Gelegenheit nachsehen, ob er schon weitergezogen ist. Über das Bedienpanel schließe ich die Kapsel, lege die Maske an, stecke Hände und Füße in die Kontakthüllen und warte, bis der Overall sich ans System anschließt. Identifikation, sagt eine weibliche Stimme. Jana Pasco, zuletzt angemeldet in Mumbai. Rückkehr? In der Maske wird mir groß ein Bild der Stadt angezeigt, kleiner daneben eine Unzahl von Thumbnails, so viele, dass sie nur winzige Lichtpunkte sind. Jeder steht für eine Welt, zu der ich Zugang habe. Aber ich will nicht zurück nach Mumbai, dessen reale Vorlage auch schon längst unter der Meeresoberfläche liegt. Dort war ich nur, weil Matisse mich zu einem Ausflug überredet hat. Nein, Carybrook, sage ich. Carybrook, wiederholt das System und spielt das passende Bild ein. Bestätigt, sage ich, und im nächsten Moment wird mir schwarz vor Augen. Es ist ein Gefühl, wie kurz ohnmächtig zu werden und danach zu schweben. Ein paar Sekunden der Schwerelosigkeit, dann fühle ich Boden unter den Füßen und sehe vor mir die irisch-grünen Hügel, die Burgruine an der Klippe, die Steinhäuschen, an denen der Efeu hochwächst. Der Wind trägt vom Meer den Geruch von Salz und Seetang zu mir. Er weht mir das Haar aus der Stirn und ich bedauere schon jetzt, dass mein Aufenthalt hier kurz sein wird. In den alternativen Welten fühlt das Leben sich so viel besser an, als hätte die Realität ein Upgrade bekommen. Ich bewege mich geschmeidiger, meine Stimme hat einen volleren, samtigeren Klang. Hätte ich einen Spiegel vor mir, bekäme ich die denkbar beste Version meiner selbst zu sehen. Wiedererkennbar, aber geglättet in gewisser Weise. Super, Jana. Guten Morgen, Jana, sagt eine freundliche Männerstimme. Hier kommt dein Horoskop für den heutigen Tag. Dir drohen keine Gefahren, aber rechne mit Überraschungen. Das Meer wird ruhig bleiben, die Temperatur mild. Der Lammbraten im schwarzen Hahn ist nicht nach deinem Geschmack, iss lieber den Gemüseeintopf. Beim Blumenmarkt würdest du heute Menschen treffen, mit denen du dich verstehst, im Teestübchen nicht so sehr. Du solltest mindestens 2,5 Liter Wasser trinken.
Ich grinse. Das Horoskop ist eine der Besonderheiten, die Carrie Brooke von ähnlichen Welten abhebt. Es analysiert die Nutzerdaten und gibt dem Bewohner täglich maßgeschneiderte Tipps, die dafür sorgen, dass der Tag rund läuft. Keine Esoterik, bloß ein Algorithmus, der für Wohlbefinden sorgt, nicht nur in Carrie Brooke, auch in der Kapsel. Kein Lammbraten also. Ich mache mich auf den Weg zum Dorf, mein Blick schweift ganz automatisch über jedes Haus, jeden Baum, wie bei einem Kontrollgang. Am Schild der Bäckerei entdecke ich eine blass durchsichtige Stelle, ein Glitch, der mir entgangen ist. Ich mache mir im Geist eine Notiz. Kleine Fehler dieser Art sind nicht schlimm, aber sie stören die Illusion. Ich nehme den Umweg über den Hafen, atme den Salzgeruch ein. Auf einem niedrigen Steinmäuerchen sitzt ein Mann in einer langen Jacke und Fischerstiefeln. Er unterhält sich mit einem zweiten, älteren. Offenbar geht es um das Dorffest, das in 10 Tagen stattfinden soll. Ich geselle mich dazu. Hey, wird ein schöner Tag heute, nicht wahr? Der Fischer betrachtet mich neugierig. Sieht so aus. Ich blicke mich um. Ein dritter läuft in ebenfalls kniehohen Stiefeln hin und her, als würde er etwas suchen, das er auf dem Weg verloren hat. Alles wie immer, hm? Oder ist euch heute etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Die beiden Männer schütteln die Köpfe. Nein, sagt der Ältere. Aber wenn du etwas weißt, gib uns Bescheid. Der Kabeljaufang ist ja bald vorbei. Richtig, diese Challenge läuft noch. Ein Kabeljau mit einem goldenen Ring im Magen, der 100 Prämienpunkte bringt. Ein Spiel für Carrie Brooks Fischer. Als mit den alternativen Welten begonnen wurde, hat sich schnell herausgestellt, dass einfach nur rumhängen den Menschen nicht genügt. So schön kann die Umgebung gar nicht sein. Sie wollen herausgefordert werden, sich mit anderen messen, Probleme bewältigen und einen Lebenssinn finden. Sonst stellen sie sich lieber der Realität mit ihren Tornados, Dürren und Überschwemmungen. Also versorgen wir sie mit Aufgaben und Geheimnissen, verstecken Schätze und lassen sie Gefahren meistern, die ihnen natürlich nicht wirklich gefährlich werden können. Stirbt man, verliert man nicht sein Leben, sondern wird nur zurück in die Kapsel gespuckt. Meistens ist man dann eine Zeit lang für die Welt gesperrt, in der man gerade das Zeitliche gesegnet hat. Ärgerlich, aber kein Drama. Wie war dein Horoskop für heute? Fragt mich der jüngere Fischer. 2,5 Liter Wasser soll ich trinken und auf den Blumenmarkt gehen, dann wird es ein guter Tag. Außerdem soll ich den Lammbraten im schwarzen Hahn meiden. Ah, macht der Fischer. Na, das ist ausführlich. Bei mir hieß es vor allem, ich soll dem kahlen Marcel aus dem Weg gehen, der will sich angeblich mit mir prügeln. Das Stichwort kann ich nutzen, ich bin schließlich nicht zum Spaß hier. Ist Marcel noch in Carrie Brooke? Jemand hat erzählt, dass eine Menge Leute verschwunden sind, sage ich. Ist euch etwas aufgefallen? Mir nicht. Der Ältere zieht eine Pfeife aus seiner Jackentasche. Eher, dass ständig Leute dazukommen. Nur Melinda, die früher im Werkzeugladen gearbeitet hat, die ist weitergezogen, hat sich vor 2 Tagen verabschiedet. Das hilft mir nicht. Ich winke zum Abschied und blicke mich noch einmal um. Der dritte Fischer, der vorhin so hektisch herumgelaufen ist, steht jetzt seltsam starr auf einem rot gestrichenen Boot, das von Felsen und einem dreimastigen Segelschiff halb verborgen aufs Meer hinaustreibt. Jetzt hebt er eine Hand, streicht sich über die Stirn und klettert dann auf die Reling. Seine Jackentaschen sehen merkwürdig vollgestopft aus. Das Boot schwankt. Er bleibt noch einen Moment stehen, dann springt er ins Wasser, geht unter und taucht nicht mehr auf. Die beiden Männer auf dem Mäuerchen plaudern weiter, ich höre nicht mehr zu. Was war das eben? Eine Mutprobe? Hat er etwas unter Wasser entdeckt, das er nach oben holen wollte? Ich warte, fixiere mit meinem Blick die Stelle, an der Mann untergegangen ist, rechne jede Sekunde damit, dass sein Kopf die Wasseroberfläche durchstoßen wird, aber er bleibt verschwunden.
Ich kann es nicht fassen. Das war kein Unfall. Der Mann ist freiwillig gesprungen. Warum? Wenn er aus Currybrook fort wollte, hätte er doch einfach einen Transfer machen können. Warum sich die Unannehmlichkeiten des Ertrinkens antun? Etwas läuft hier ganz definitiv falsch. Ich sollte schnellstmöglich zum Rathaus laufen. Dort habe ich ein Kontrollpanel eingerichtet, von dem aus ich auf die Statistik zugreifen kann. Der ertrunkene Fischer wird dort als Exit aufscheinen, noch nicht als Ausfall. Dazu müsste er länger als 3 Stunden in der Realwelt ausharren. Auf dem Hauptplatz verkauft eine Frau Käse. Es drängen sich Menschen um einen Lautenspieler und werfen ihm Kupfermünzen in eine Schale. Ich will gerade mit einigem Kraftaufwand die große Holztür des Rathauses öffnen, als ich in einer Nebengasse eine Gestalt auf dem Boden kriechen sehe. Sie zieht sich mit den Händen über die gepflasterte Straße, Zentimeter für Zentimeter. Es ist eine Frau. Aus dem Knoten, zu dem sie ihr rotes Haar geschlungen hat, lösen sich Strähnen und fallen ihr ins Gesicht. Nun bleibt sie liegen, ein Zucken geht durch ihren Körper. Ich lasse den Knauf der Rathaustür los und gehe ein paar Schritte näher. Etwas stimmt hier nicht. Und als ich auf 10 Meter heran bin, sehe ich auch, was es ist. Im Rücken der Frau steckt ein Messer. Dankeschön. Tusen takk. Ja, her det altså noe som riv ruskende galt, og døden som frem til nå har vært en illusjon, ikke lenger en illusjon. Så Jana får en stor oppgave å løse. Jeg lurer på, Ursula, Kryptos jo en slags håpefull fremtidsdystopi, og du skriver i en relativt ny sjanger som kalles cli-fi, eller klimafiksjon. Og jeg lurer på, det tilfeldig, eller kan, mener du å nå bedre frem, eller hvorfor velger du den sjangeren? Warum es also quasi dystopisch ist und eine Fiktion. Oder Sci-Fi. Ja, ich glaube, ich tue mir leichter damit, auf die Art und Weise das Thema kulinarisch aufzubereiten. Und oft ist es ja auch gar keine Absicht, also zumindest bei mir nicht, sondern ich habe dann eine Idee und die ist dann dominant. Und das war in dem Fall eben einerseits das Klimathema und andererseits die Frage, wie wir denn unsere Realität definieren. Was ist denn real? Ist etwas, das ich absolut real erlebe, obwohl es virtuell ist, ist es dann Realität oder ist es das nicht? Und das ist ein bisschen weiter weg jetzt, aber wenn man sich zum Beispiel ansieht, wie demente Menschen ihre Welt erleben, dann ist die für die auch vollkommen real, bloß für alle anderen nicht. Also ich habe so ein bisschen mit der Idee gespielt, was ist denn Realität? Ab wann gilt sie gewissermaßen? Ab wann kann man sie als Realität bezeichnen? Und diese beiden Themen, also sowohl das eben dieses ein bisschen philosophischere Thema, was ist Realität, und das Thema Klima habe ich da so ein bisschen zusammengeschmolzen. Ja, Arne, du i en helt annen sjanger. Kan du si du skriver heller litt mer sosialrealistisk? Tror du at du blir tatt mer på alvor på den måten? Som vi snakker om når du skriver om klima, da. Det jo ikke noe du alltid gjør, men når vi snakker om klima, har du tenkt noe over det? Da jeg skrev denne boka her, så var jeg egentlig litt forundret over at det ikke hadde vært flere bøker som har omhandlet det temaet på norsk. Jeg vet at det fantes en del internasjonalt, men det var jo liksom kanskje det store brennende spørsmålet fortsatt det på verdensbasis. Hvorfor har vi ikke flere? Og vi har fått flere bøker i Norge nå etter hvert. Det har vi. Jeg lurer på om kommer vi til 2018. Du sa 2019, kan det stemme? At det var... Mulig jeg tok feil. Ja. Jeg mener det var 2018, det mulig jeg tar feil noen ganger også. Jeg har jo skrevet en del forskjellige bøker. Den versjonen, pocketen, kommer vel i 2019. Men i hvert fall,
om jeg blir tatt mer på alvor enn om man har en fremtidsdystopi, det kan ikke jeg si noe om. Det vet jeg ikke. Og, men jeg vet jo at dette et spørsmål som opptar utrolig mange barn. Det det. Så dette en bok, og jeg reiser mye rundt på skoler, ikke sant? Jeg snakker mye med barn, særlig denne alderen, som jo da mellomtrinnet, som denne boka kanskje passer best for, og merker jo veldig hva de opptatt av. Og dette liksom det store samfunnsspørsmålet, i hvert fall, som de opptatt av. Mm. Det det ikke noe tvil om. Mm. Så det lett å på en måte starte en diskusjon rundt akkurat. Ja, i boka di også så starter jo Henrik en stor en stor underskriftskampanje hvor ingen over 18 får lov til å delta, men som likevel blir en stor suksess. Så det jo da et behov for å delta selv om man ikke har stemmerett. Mm, så absolutt. Engasjementet kommer jo. Mm. Ja, og jeg jo tilhenger av at stemmeretten skal senkes til 16 år. Ja. Jeg tror det hadde vært klokt. Mm. Ja. Men til dere begge da, hvilken rolle tror dere at litteraturen kan spille i forhold til hvordan vi takler klimakrisen og den oppvoksende generasjonen? Tror dere det mest hensiktsmessig at dere provoserer eller inspirerer eller skremmer eller engasjerer? Hva tenker du om det, Ursula? Altså, så wie ich es wahrnehme und auch zum Teil selbst empfinde, ist gerade das Thema Klimakatastrophe eines, wo man sich sehr schnell sehr hilflos fühlt. Weil selbst wenn ich jetzt sage, ich höre auf Fleisch zu essen und ich steige nie wieder in ein Flugzeug und ich verschrotte mein Auto, ist das immer noch, passiert noch immer gar nichts. Also man hat so den Eindruck, man selbst kann eigentlich nur zusehen und vielleicht sein Bestes tun, aber in Wahrheit ist da die Politik gefragt. Ich habe gefunden, was ich machen kann, ist die Fragen in den Raum stellen. Also die Fragen, die ich selber habe, auf die ich keine Antworten habe, tatsächlich, leider. Aber ich werf sie gewissermaßen in die Arena, möglichst mit einem unterhaltsamen Plot als Köder und versuche dann in Diskussionen oder auch mit einfach nur es präsenter zu machen auf eine Art und Weise, die einen vielleicht nicht sofort vollkommen deprimiert. Ist immer die Frage, wie gut sowas gelingt. Aber das war so mit die Idee, dass ich es versucht habe, so zu verpacken, dass es eine Abenteuergeschichte oder ein Thriller, es steht, glaube ich, Thriller drauf, wo das Thema aber eigentlich permanent präsent ist, als nicht nur als Kulisse, sondern eben auch als das, worum eigentlich gekämpft wird, währenddessen auch noch was ganz anderes passiert. Hm. Og Arne, tror du at litteraturen utgjør en forskjell i... Ja, altså, jeg veldig enig i mye av det Ursula sier. Mm. Jeg synes jo at skjønnlitteraturen kan være en inngangsport til interesse rundt veldig mye. Vi vet det finnes masse faktabøker, vi vet de blir overlesset av fakta i andre sammenhenger, og det jo en av de tingene som jeg hele tiden må passe på, ikke ha for mye fakta. Fordi når jeg holder på med en sånn bok, så gjør jeg masse research, men jeg har funnet ut at hvis jeg gjør for mye research på forhånd, så sitter jeg med så mye detaljfakta at det blir veldig vanskelig å skille ut hva jeg skal ha med og ikke ha med. Så jeg har funnet en annen metode etter å holde på med dette noen år, og det at jeg ofte skriver en bok, og jeg kan godt ha lite peiling på et emne. Altså, miljøspørsmålet vet vi jo alle noe om, da, men det jo klart når vi kommer inn på de spesifikke detaljene, så gjør jeg sånn at jeg kanskje gjetter litt hvordan det og så skriver jeg det fordi det passer i historien, og så gjør jeg grundig research på det etterpå, og får det riktig, og får det innpasset i mitt plott. Og det tenker jeg også en sånn fin inngangsport for at det kommer noe underveis der, du blir litt klokere, du får med deg litt grann, men skal du virkelig bli klok på dette området, så må du lese annen type litteratur, eller gå på nett og finne andre ting. Men jeg tror for mange, og nå det jo
da sliter vi jo med lesningen I dette landet, det ikke noe tvil om. Men for mange så heldigvis fortsatt den der inngangsporten til mange interesser, for du kommer litt nærmere på karakterer, du kommer litt nærmere på en historie gjennom å lese den enn du gjør I andre former som vi vet de bruker, ser serier og spiller spill og filmer og sånne ting. Så for mange så har det vist seg å være liksom sånn at du har tross alt brukt ganske lang tid på en bok. Og særlig når du I den alderen, så går det ikke så fort som når du og jeg leser de 100 og, jeg vet ikke hva det 200 siden I min bok. Og jeg ser den ble ganske tynn der I forhold til den kryptos, altså. Det må jeg si. Det pocket også, da. Den tykkere I hardback. Ja, men likevel. Men samtidig, dette gjør jeg bevisst. Når jeg skriver bøker altså jeg blir jo veldig imponert over dine jeg vet ikke hva det 500 sider eller noe sånt nå. Men jeg prøver å holde mine bøker maks 200 sider rett og slett fordi jeg vil at jeg skal nå bredt ut med denne type historier at jeg skal nå mange I det klasserommet og noen av de dårlige leserne noen av guttene som det særlig slites med skal kunne komme igjennom det på en måte målet mitt og da må jeg gjøre Må det være en underholdende faktor? Det må være en historie som griper deg veldig, veldig fort. Og så må det være noe underveis der som gjør at du tenker at leste den, ja, nå vet jeg, det var en god historie, men jeg vet litt mer også. Ja, det litt sånn som jeg må igjen referere til Abbas Kider I Universitetsøland I går, hvor han pekte på at han skriver jo om menneskene som lever I systemer og I en hverdag, I en aktualitet. Som gjør at vi får lære indirekte og blir satt mye mer inn I hva det vil si da, og hanskes med de utfordringene som skisseres I begge deres bøker også. Og så må jeg jo si, Arne, at jeg synes at du driver en ganske god del opplysningsarbeid I boka di. Man lærer om demokratiprosesser og om hvordan det egentlig står til med kloden. Altså, det mye fakta. Ja, og jeg tror kanskje det mange har kommet tilbake og snakket om det helt mest om, hvordan media fungerer. Ja, det også. For det de kjempeinteressert I. Ja. Viser det seg liksom, går det an å gjøre det på denne måten, og hva betyr det? Og så de jo, ikke sant, de har en sånn nærhet til kjendiser, da, eller folk som på TV, særlig. Mm. Det gjør at sånn, vi forfattere egentlig litt sånn, vi sånn ansiktsløse, for vi stort sett aldri på TV, ikke sant? Ja. Men så fort du på TV, så har du en helt annen rolle og betydning. Det sånn som jeg får, det et av de vanligste spørsmålene jeg får I norske klasserom. Du ofte på TV? Liksom, ja, jeg ikke så ofte på TV. Ok, ja, greit. Da du ikke så kjent. Men Arne, du var inne på leselyst. For hvordan står det egentlig til med leselysten blant barn og unge I Østerrike og Norge I dag? Du har et veldig engasjement, spesielt for gutter som burde vende tilbake til bøkene. Og I 2019, tror jeg det var, så arrangerte du en festival helt for gutta, og som du kalte gutta som aldri slutta. Hvordan gikk det? Barnearrangementene gikk fint, men voksenarrangementene var ikke så stor interesse for. Nei. Jeg vet ikke. Jeg opplever jo at det en... Vi befinner oss I en bokbransje I Norge som, hvor folk I festtaler og I veldig mange sammenhenger sier at de bryr seg mye om at gutta skal lese. Og ja, det kommer ut bøker, absolutt, som kan engasjere gutta. Men jeg synes ikke jeg merker det store engasjementet når det kommer til stykket for å faktisk gjøre en ekstra innsats for å få dem til å åpne bøkene. Og dette gjelder ikke bare gutter, altså. Det veldig, veldig mange jenter nå som velger bort bøkene. Mm. Så det ikke et rent gutteproblem I det hele tatt. Jeg skriver kanskje en del bøker som kan kanskje da, engasjere litt gutter, fordi jeg da ofte har en gutt som hovedperson, fordi jeg mest nærliggende for meg, rett og slett. Og dette en ting som gutta av en eller annen merkelig grunn, veldig, veldig opptatt av. Hovedpersonen skal være en gutt. Vi vil ikke ha jente som hovedperson, som jeg synes veldig trist, men sånn det. Det finnes unntak, men sånn det. Mm. Så, men akkurat det med leselyst, det jo klart at vi skal ikke gi opp, selv om det går nedover, det går ikke bratt nedover. Men altså, når jeg har vært ute I skolen I snart, begynner å nærme seg 25 år, så går det sånn litt grann nedover hele tiden. Og det det som så bekymringsfullt. Det ikke sånn at du merker det liksom fra halvår til halvår, men du merker det over de forskjellige årene, at det færre hender som rekker opp
når jeg stiller spørsmålet, som jeg gjør hver eneste time, hvor mange av dere leser bøker på fritiden, og hva liker dere å lese? Det sitter jeg med veldig, veldig mye informasjon, fordi jeg I så mange klasserom, og da det liksom litt færre, og så det litt færre. Og så det jo ikke sånn at aldri leses bøker, de jo sendt til, det mye lystlesing I norske skolen, det de I biblioteket stadigvæk, men et av de største problemene har jeg funnet ut, og det akkurat nå, det at alle barn helt digitale. Det betyr at de kjøper ikke CD-er, de kjøper ikke DVD-er, de kjøper rett og slett ikke noe, de kjøper ikke, spillene kjøper ikke, som regel ikke fysisk, ikke sant? De kjøper ikke noe fysisk lenger. De har alt sammen på nettbrettene sine, og på PC-ene sine, og på telefonene sine. Og hvis vi skal nå barna, så må vi nå dem tidlig. Og problemet at ja, det finnes e-bøker, men e-bøker uten illustrasjoner. Det verdiløst for barna. Noe av det aller, aller viktigste, det som kan få dem inn I bøkene, det finnes ikke. For det har rett og slett bransjen nedprioritert. Det ikke sånn at det, teknikken ikke gjør det umulig. De har bare ikke prioritert det. For det klart, det mindre penger å tjene den veien. Men det gjør at vi nå I ferd med å tape en hel generasjon med barn som kan bli lesere. Og de ikke sånn at, ja, vi vil ha det digitalt, men vi har jo alt annet digitalt. Hvorfor skal de da gå I en bokhandel? Hvorfor skal vi ønske oss en fysisk bok til jul? De får det gjerne, det gjør de. Så det jo ikke, den papirboka ikke død, og kommer ikke til å dø med det første. Men de leserne som vi skal ha I fremtiden, de trenger digitale bøker I den alderen hvor de begynner å lese bøker. Og det da illustrasjonen med. Jeg mener dette en katastrofe for lesningen internasjonalt, at man har nedprioritert dette. Ja, det foruroligende. Står det noe bedre til I Østerrike da? Du har jo valgt en kvinnelig hovedperson også, det kan jeg også spørre om. Leses bøkene dine mest av jenter? Vet du noe om det? Ich habe in diesem Buch eine weibliche Hauptperson. Ich habe aber wirklich in meinen meisten anderen Jugendbüchern habe ich Jungs als Hauptpersonen. Hängt aber immer von der Geschichte ab. Hier habe ich es besser gefunden, wenn es ein Mädchen ist. Ich habe, glaube ich, das Glück, dass ich einen auch unter den Jungs einen gewissen Leserstamm habe, die da auch mitgehen. Aber es stimmt, wenn man also der Statistik meines Verlags glaubt. Funktionieren die Bücher besser, wo Jungs also die Protagonisten sind. Ich finde es so ein bisschen schade, dass die Mädels mitgehen sich da nicht drauf kaprizieren. Ich lese nur Bücher, wo irgendwie auch ein Mädchen die Hauptrolle spielt und die Jungs das nicht in dem Ausmaß tun, aber es gibt auch Gegenbeispiele. Ich glaube, also Tribute von Panem haben alle gelesen. Männlich wie weiblich. Also ich glaube, es geht, aber es ist natürlich, es ist noch eine zusätzliche Hürde, die man sich dann auch noch baut. Ja? Wenn man wirklich alle erwischen will, ist es wahrscheinlich klüger, man nimmt männliche Protagonisten oder man gleicht es irgendwie aus und nimmt zwei. In dem Fall habe ich ein Mädel genommen, aber dafür ist der Rest wahnsinnig technisch. Ja, das stimmt ja. Nå snakker jeg tysk, jeg skal snakke norsk. Det stemmer. Men leselysten I Østerrike, det en utfordring at det leses færre bøker, færre papirbøker? Da fehlen mir die Daten, muss ich gestehen. Also ich glaube, ich schreibe ja jetzt auch für eine ein bisschen ältere Zielgruppe. Also bei mir ist das so für 14 plus. Ja. Da gibt es eine große Gruppe, also wobei ich da wirklich jetzt den deutschsprachigen Markt als Ganzen sehen wollen würde und nicht, ich glaube, da sind keine großen Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland. Da gibt es, glaube ich, eine große Gruppe von, allerdings auch wieder hauptsächlich Mädchen, die sehr auf schöne Bücher stehen. Also da kriegt man viel übers Cover, das ist dann wieder nicht meine Verantwortung, sondern die des Verlags. Ich glaube, da ist im Jugendbuchbereich hat das Printbuch einen wesentlich größeren Anteil immer noch als das E-Book. Wobei ich das jetzt nicht mit Zahlen belegen könnte, aber wenn ich meine Abrechnungen anschaue, dann sind die E-Book-Verkäufe immer so ungefähr bei 13, 14% und mehr ist es nicht. Und das ist
im Jugendbuch. Wobei meine Jugendbücher auch wieder viel von Erwachsenen gelesen werden, interessanterweise. Ja, ja, also es ist so ein bisschen so eine gemischte Rechnung. Ja, og når det handler om å få lokke til seg og vekke interessen til yngre lesere, da, jobber dere spesielt med anslaget eller titlen på boka? Har du noe å si? For eksempel anslaget i Kryptos. I dag la jeg sola skinne i Kerrybrook. Anslaget i En himmel full av skyer. Jeg løper så fort at det spruter fartsstriper av meg. Har du jobbet spesielt med denne starten? Arne, du kan begynne. Men det er bare første setningen, det første kapitlet. Ja. Det er det som betyr noe. Ja. Og jeg samlet det ganske nylig 30 gutter, de gikk på ungdomsskolen, som under litteraturfestivalen på Lillehammer. Og de satt opp 10 punkter som de mente skulle til for at de skulle lese bøker. Av de 30 så var det 2 lesere. Resten definerte seg som ikke-lesere, eller det var et par som kanskje kunne lese en gang i ferien. Det var liksom det. Og dette var helt vanlig. Dette er helt vanlig. Og en av de tingene, en av de punktene, er jo da at det må skje noe i første kapittel. Det må det, hvis vi skal være interessert i å lese videre, så må det skje noe som interesserer deg i det første kapitlet. Så du har, hvis jeg skriver en voksenroman, så føler jeg at jeg har mye mer tid til å bygge opp ting. Jeg kan virkelig ta tak i leseren i kapittel 5. Den tiden har jeg ikke på denne type bøker, dessverre. Jeg kan godt skrive det, men da vil jeg få lesere. Og jeg har jo et ønske om å nå ut, men jeg skriver jo, herregud, jeg skriver jo noen bøker som er vanskelig og litt utilgjengelige. Jeg hender jo jeg gjør det, for jeg har jo den type historie som jeg kom opp med, men så er det jo veldig mange bøker som er kanskje i denne sjangeren, hvor det er et eller annet i det første kapitlet som er knaggen din for at du har lyst til å lese videre. Egentlig er det et spørsmål som ligger der, altså hva er dette? Hva er det som skjer her? Og hvorfor skjer dette? Det vil jeg ha svar på, da må jeg lese kapittel 2. Da kan jeg ta det ned. Det går helt fint. Men det må skje noe igjen ganske snart, for at du på en måte skal opprettholde den interessen videre. Og nå snakker vi ikke om at det må være action hele tiden. Det er ikke det. Men det må være noen vendinger i plottet ditt, som gjør at leseren blir med videre. For jeg har sagt til dem, og det sier jeg, det gjelder mine bøker og alle andre bøker, gi den 50 sider. Fungerer ikke etter 50 sider, så plukk en annen bok. Rett og slett, for livet er for kort, og dessuten så kommer vi til å miste dem som lesere hvis de leser en bok de ikke liker. Godt poeng. Ursula, hva tenker du om det? Må du også overbevise leseren i løpet av første kapittel? Ja, altså da würde ich dem Arne absolut recht geben. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass das nicht mehr nur für jugendliche Leserinnen und Leser gilt, sondern dass auch bei den Erwachsenen die Aufmerksamkeitsspanne und die Geduld, die man mit einem Buch mitbringt, geringer geworden ist durch die Art von Medienkonsum, die heute einfach so niederschwellig da ist. Das heißt, man hat weniger Zeit, seine Schäfchen einzufangen. Ich finde erste Sätze tatsächlich wichtig und bei dem Buch fand ich es sehr schön, dass man quasi sofort mitkriegt, da ist was sehr anders. Weil heute lasse ich in Kerrybrook die Sonne scheinen, da weiß ich sofort, ich habe irgendjemanden hier, der, wieso ist das jemand, der die Sonne scheinen lassen kann? Ja? Und was ist Kerrybrook? Also das fand ich. Manchmal klappt es mit einem Satz zumindest mal Neugierde zu wecken und dann muss man schauen, dass man den Griff nicht locker lässt. Ist natürlich, gelingt manchmal gar nicht. Da ist dann auch ein gutes Lektorat wichtig, aber das stimmt auf jeden Fall. Also man hat nicht mehr die Zeit, mit 3-4 Seiten wunderschöner Landschaftsbeschreibung anzufangen. Bei kaum einer Lesergruppe, glaube ich. Du hadde hvertfall meg med en gang med den første setningen der. Men nå nærmer vi oss slutten her, og da tenker jeg vi kan jo snakke om slutten i bøker for barn og unge også. Synes dere det er viktig at de slutter håpefullt, sånn som begge deres bøker gjør, eller kan man gå all in og bare være dystopisk hele veien? Pessimistisk. Arne?
Ja, jeg mener du kan slutte en bok ganske trist. Men det en ting man får dårlig respons på, så det en åpen slutt. Hvor det veldig åpent på slutten. Det irriterer utrolig mange lesere, for de føler de har gjort en innsats. De har kommet helt til side, om det side 200, 300, hva det og så får de da ikke en forklaring på alt. Så mitt inntrykk at de krever overhovedet ikke en lykkelig slutt, men de krever en slutt. Ikke sånn at det bare renner ut. Og jeg har hatt noen åpne slutter, og da har jeg altså møtt noen virkelig provoserte lesere. Altså. Jeg må si det. Og jeg litt sånn irritert, og det ikke noe særlig. Så jeg tenker at egentlig, jeg trenger forklare alt, men jeg må forklare noe. I denne så det jo, den er nesten litt for søt til meg å være, men det går veldig bra. Også med kreften hans. Så det liksom alt bare, selv om han redder jo ikke planeten da, det gjør han jo ikke. Herregud, det hadde jo vært, det hadde jo vært science fantasy. Fiction. Ja, fantasy. Det hadde jo vært noe helt annet. Ja. Ursula? Also ich bin kein Fan von diesen Bonbon-rosa Happy Ends. Ich würde aber trotzdem gerade im Jugendbuch nichts vollkommen deprimierend enden lassen. Was die offenen Enden angeht, gebe ich Arne wieder recht. Ich finde, wenn man ein Rätsel, wenn man ein Buch um ein Rätsel herum baut, dann muss man dieses Rätsel am Ende auflösen. Dann kann man nicht sagen, tja, und dann... Tja, überlegt euch mal was. Ich löse aber nicht zwingend wirklich jede Kleinigkeit auf. Also es ist zum Beispiel oft so, wenn es da irgendwie romantische Gefühle gibt zwischen zwei Figuren und man hat so das Gefühl, die kommen zusammen, das muss ich am Ende nicht aufklären, obwohl das dann auch immer ganz viele Leser wissen wollen, ja, kommen die jetzt zusammen, wird das was oder wird das nichts? Wo ich mir dann denke, ja, okay, das kann man herausspüren, dass die ganz gute Chancen haben, aber das muss ich jetzt nicht bis ins Ende auserzählen. Aber die wichtigen Sachen, der Hauptplot, der muss einen absoluten Abschluss haben. Som voksen leser så var jeg ganske glad da det endelig ble noe mellom Jana og Tivon. Det likte jeg. Men da, dere tror vi, jeg tror vi har kommet til veis ende her. Det var utrolig spennende å snakke om bøker innenfor samme tema over landegrensene. Tusen takk for at dere ville komme, og takk til dere som kom. Takk, vielen Dank. Danke schön.